glaube, der Bär ist sonst ganz, 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 ganz doll böse. Der ist so auch schon ganz schön böse. Oh oh. Alter, Junge. Was willst du? Was für ein Makak? Ah, du musst die sauber erledigen, dann kriegst du mehr Fell. Ah ja. So läuft das jetzt also. So, dann sollte ich vielleicht mal wieder ein paar Fähigkeitspunkte vergeben. Spritzen. Was? Die Spitzen ja, Spritzen erneuern 6. Naja, mach ich mal das. So, Kitten Takedown. Wo sind die denn? Freizeitschütze. Freizeit bereit. 10 Takedown. Was ist denn der Kitten Takedown überhaupt? Messerwurf, Pistole, Fahrzeug, Kette. Besiege einen Konterangriff. Ah, okay. Das hätte ich gern. Kann ich den schon lernen? Shit. So. Ja, das finde ich ganz gut. So, bald. Nein. Man kann ja auch nicht machen. Schade. So, Fortschritt. Boah, 9 Kampagnenmissionen habe ich schon. Respekt. Karma Level. Bei 6 gibt es eine Pistole. Bei Longinus gibt es 4 Missionen. Bei Shangri-La gibt es 4 Missionen. Bei Yogi und Regi gibt es 4 Missionen. Außenposten. Da gibt's eine Waffe, Festung. Glockentürme. Waffen 13 von 64. Fahrzeuge 5 von 18. Fähigkeiten 8 von 48. Herstellung 3 von 39. Auge um Auge. Aufgaben und Aktivitäten. Gratifilms. Geiselrettung. Sammelbares. Verlorene Briefe. Propagandaposter. Morgen Gales Tagebuch. Masken von Yalung. Insgesamt 5,58%. Wir können mal gucken. Weitere Statistiken. Arena Rang 1. Königin. Ort entdeckt. Gelesen Notizen. So. Verlorene Briefe. Okay. Ah, cool. Die kann man noch lesen. Okay, Moment. Ich wollte ja reisen, ne? Und zwar, ich weiß noch gar nicht, wo ich hinreisen wollte. Ich möchte gerade jemanden eine Mission machen oder so. Ne? Weil sonst ist hier eigentlich rot. Wegen dem Einfluss wahrscheinlich. Ah, hier. Okay. Dann würde ich erstmal hierhin reisen. Nach Banapur. Wo es ja eventuell ein bisschen Stress gab. Ach, da ist ein Rennen. Ich dachte, da könnte man spielen. Ich hätte gern wieder so eine Pokerrunde wie bei Far Cry 3, aber mal gucken, vielleicht gibt's das sogar. Nacht. Achso. Wow. Das gibt's gerade nicht. Alter. Sammelbares, sonstiges. Wegpunkt. Tiere, Todestier, Fahrzeug, Boot, Gyrokopter, Gleiter, Hovercraft. Oh cool.
Alarm, Mörser, Waffennest, Munitionskiste, Generator, Koop-Partner. Ort und Aktivitäten. Arena, Karma, Royale Fracht, Pagan, Zorn, bla bla bla. Aber es gibt kein Pokern. Das ist ja schade. So, gucken wir mal, wie es hier denn weitergeht. Ich hab gehört, du hast die Jäger getroffen. Ein Freund von mir hat das alles mit angesehen. Ah ja. Verstehe. Boah. Komm mal runter da. Mann, Mann, Mann. Ich wollte eigentlich kaufen und verkaufen. Hey! So, Munition nachfüllen. Sie kaufen und einpassen. Schalkenwaffen. Waffen. Einzigartiges. Hm. Boah, tut mir leid, dass ich hier so rumgehe, ein bisschen bekloppt, dann so im Kopf, ja. Ich hab einfach. Ja, ist doch gut. kaufe ich mir so eine Karte? Ach komm. Ich hab's ja. Kaufen. Alles, was ich nicht brauche. So ein Lager wäre noch mega cool. So. Ah. Ach du Scheiße. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Hier ist eine Maske, guck mal. Das will ich mir angucken. So. Wo ist das Ding? 100 Meter, ja, kein Problem, da laufe ich schnell hin. Und dann geht's los. Ich mich durch. Wie wir das angucken. Okay, wenn ich da überhaupt erstmal hinkomme. Zack. Ja, sieht gut aus. 100 Meter. Schuppidi wuppidi wupp. Auf die Suche nach Tieren machen. Ethans Hütte. Oh, voll krass. Oh, ich habe schon wieder Fähigkeitenpunkt oder was? Ah, den sind wir wieder. So viel Kisten. Kisten. Wildkolben. Geldbeutel fast voll. Schon wieder. Oh, Digga, du siehst. Oh nein, mein Telefon klingelt, aber ich kann gerade nicht. Uff. Ich kann gerade nicht. Verdammt. Ha! Maske entfernt. Uiuiui. Das Warten hat ein Ende. Wie lange warst du in der Tiefe? Wie lange haben Kira und ihre Lotuskinder auf dir rumgetrampelt? Nicht mehr lange, mein Herr, meine Liebe, nicht mehr lange. Die Ziege. Wer ist die Ziege? Nein, ich habe kein Geld mehr. Ja, also ich kann kein Geld mehr tragen. Da wollte ich erstmal in Ruhe Geld ausgeben. Für jede Maske, die dein Fan zu der Tische erhältst, Belohnungsschützenhilfe marken. Cool. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück. Wollte ich wohl ein bisschen Geld ausgeben. Nur ich weiß nicht, in was ich investieren soll, ist die Frage. Okay, warte mal. Was war denn für die Herstellung, für den Geldbeutel und für die Beutetasche brauche ich auch. Ey, da brauche ich doch so einen Hirsch, oder? Moment. Guck mal, ob ich hier noch so einen finde. Will die schon mal hier welche haben? Lass mal gucken. Hier noch so weit rumläuft. Hallo? Ihr netten Hirsche.
Hallo? Fuck, jetzt sind die weg. Ui. Ach, guck mal, das ist noch mein Geräusch. Mehr Gebiet. Dankeschön. Zack. So. Lass das jetzt bitte Samba-Haut. Jawohl, erstmal eine neue Beutetasche machen. Was brauchen wir jetzt? Schweinehaut. Geldbeutel, da brauche ich Baralfell. Jetzt mal erstmal gucken, was Barale sind. Panzernashorn. Samba. Baral. Gut, da will ich hin. Erlege sie sauber, dann bekommst du mehr Dings. Dann mache ich das doch direkt. Ja gut, sauber. Obwohl, ich habe ja Wurfmesser, ne? Ist ja kein Problem. Boah, Alter, viel zu viel Tempo. Kann ich gar nicht kontrollieren. Hallo, wer seid ihr denn? Da lassen plötzlich die Stöckchen stehen. Moment. Gib mal her. So. Zack. Mal gucken, ob ich hier so ein Baral finde. Also beziehungsweise zwei. Also gucken. So, Wurfmesser sind ausgerüstet. Im Fall der Fälle. Mal gucken, ob ich so ein Vieh finde. Mal gucken, wie die aussehen. Hier sind sie jetzt erstmal nicht in der Tiere-Shop. Ankunft aus. Jetzt sind ja auch noch ein paar Meter. So. Hier so etwa. Ah, Punkt hier. Komm mal. Wo seid ihr? Wenn ich danach meine Tiere machen darf, möchte endlich mein Portemonnaie haben. Oh fuck, wie komme ich denn da hin? Ich weiß gar nicht. Tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen. Bin leider machtlos. Das ist ja, mir leider ein wenig zu hoch. Ihr packt das auch alleine. Bin ich asozial. Na, mal gucken, vielleicht kann ich den hier helfen. Okay, jetzt ist der Kameramoment eh vorbei. Kann ich nicht. Bist du tot? Wieso bist du tot? Das war ich nicht, ich schwöre. So, ich brauche jetzt aber Tiere.
möchte wissen, wie die aussehen. So. Es sind aber nirgendwo welche. Gehen wir ein bisschen auf Jagd-Session hier. Aber hier ist ja nix. Das Maul. Bisher noch kein einziges dieser ominösen Viecher gesehen. Wieder. Bleib stehen! Ich weiß, was ihr seid. Ihr seid sowas wie Ziegen. Bleib stehen. Ah, da hinten sind die alle. Okay, das war jetzt sicherlich die Idee überhaupt. Schneidet euch den Weg ab. Da laufen die. Okay, aber dein Fan nehme ich auch mal mit. Ja. Oh, lol. Bleib doch mal liegen. Was soll man dich denn so häuten? So, guck mal. Honigdachsfell. Kann man vielleicht auch nochmal benutzen. Affen! Bleib stehen, du geiler Affe. Na. Ah, ich weiß, ich bin verkackt, der Tierquäler, bla 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 bla. Hier ist ein Geheimnis. Cool. Wo ist der Affe? Den ich umgenietet habe. Wo liegt der? Liegt er nicht auf dem Weg? Ach, hier liegt er. So, wo ist jetzt das Geheimnis? Hier oben? Hier unten? I don't see anything. Okay, ich wollte aber hier eigentlich gar nicht hin, sondern ich wollte zu diesen komischen Viechern, die aussehen wie Schafe. Oder Ziegen. Da ist ein Adler oder sowas, den brauche ich nicht. Ich brauche ein größeres Portemonnaie. Und dann können wir über alles andere reden. Was seid ihr? Seid ihr überhaupt irgendwas? Ihr seid tote Menschen oder so. Nee. Die Dinger sind halt auch extrem scheu. Ach, guck mal. Das Fieder hat auch ordentlich zugeschlagen. Hey. Guck mal. Ja, ich weiß, dass ich einen Fähigkeitspunkt habe, halt die Fresse.
Einmal ein Messer wieder einsammeln. Wo auch immer sie liegen. So. Zack. Nein, das waren Sambare. Ich wollte Barale. Cool. Na komm. Ich tu dir nichts. Wow. Ich sehe aber nicht nett, was du noch machst. Du hast mich leider gezwungen, mein Freund. Ich wollte das nicht, aber es ging nicht anders. So, jetzt gucken wir uns hier drinnen mal um. Ich kann kein Geld mitnehmen. Elefantenstatue. Aber immerhin Platz habe ich. So, meine Freunde, ich habe Gerüchte gehört, dass eine Wallfahrt zum Tempel Kyras Führung hoch auf den Klippen im Süden des Sees geplant ist. Der Zugang zu dem Tempel war seit Jahren verboten und der Weg ist inzwischen sehr gefährlich. Wir können uns nicht erlauben, für jeden verlorenen Schrein Ressourcen des Goldenen Pfades zu verschwenden. Ich bitte euch, seid mit dem zufrieden, was ihr hier in Kyras Zuflucht habt. Riskiert nicht eure Gesundheit für irgendeinen alten Tempel. Amita. Jetzt kann ich die Kohle nicht mitnehmen. Ich denke, oh Mann. Komplett die falsche Haut. Das mir komplett gar nichts bringt. Habe ich eigentlich die Haut von den Viechern? Ein Wurfmesser habe ich. Na super. Oh, Alter. Los, komm her. Ah, komm. Guck mal, wie er gefallen ist, ey. Mal gucken. Ah, der hat bestimmt eh nur wieder Federn oder so. Aber ich habe ihn aus der Luft geholt. Guck mal, wie groß der ist. Federn eines Malayenadlers. Die werden bestimmt noch wichtig. Das ist schon wieder so ein Kackvieh. Das sind Verbündete. Aber Tiere finde ich hier irgendwie nicht. Ah. Okay. Dann mache ich hier jetzt erstmal einen Cut. Guck mal, ob ich irgendwo Tiere finde. Mach mir was zu essen. Und dann bin ich wieder da. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Klingt doch nach einem Plan, oder? Gut. Also, dann danke ich mal wie immer. Oh, da war das ein Händler. Lol. Ich rollen. Alter. Komm her. Oh Gott. Ah, da kann man sich nicht mal in Ruhe verabschieden hier. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da. Schreibt mir bitte einen Kommentar. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, mir schreibt nämlich nie jemand einen Kommentar und ich finde das voll traurig. Also, schreibt mir Kommentare. So.
bleibt hier stehen und beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.